Meine Frage: Kennt ihr noch das Auto-Horror-Game Dead End Road? Kam ja, keine Ahnung, vor 4 Jahren oder so, also vor Ewigkeiten. Ist das Spiel heutzutage eigentlich noch gruselig? Finden wir es raus? Ich war sogar so fancy und habe die aktuellste Version runtergeladen. Also ja, wenn schon, dann richtig. Dead End Road. Aber schauen wir nur mal so ein bisschen was an, ob das immer noch so gruselig ist. Hi, alte Ome. Ja, ich bin endlich angekommen. Du kannst näher kommen, wenn du möchtest. Wenn ich mir deine Glubschen so anschaue, dann nö. Dann war es ein kurzes Video. Dann bin ich D-E-A-D. Oder D-D. D-D. Ja, ihr Erscheinen macht mir ein bisschen Angst. Nee, niemals. Ich muss keine Angst haben. Das sagst du. Da war ja auch das mit dem Ritual. Genau, daran kann ich mich nur erinnern. Und die Besucher fragen sie wegen der Anweisungen fürs Ritual. Ja, schönes Feuer auch da im Kamin. Ja. Das Ritual hat Kraft. Die Kraft, um einen Wunsch zu erfüllen. Aber man muss halt dafür halt bezahlen. Also nicht jetzt mit Geld, aber wahrscheinlich vielleicht mit seinem Leben. Pretty much. Ja, Labernet, come to the point. I get the point. Ja, führe das Ritual aus. Und führe das Ritual durch und dann komm zurück zu mir. Und bring die folgenden Sachen. Ein Buch, eine Glocke und eine Kerze. Kannst du das dir merken? Jo, jo. Ansonsten habe ich mein Handy. Da kann ich alles aufschreiben. So eine Checkliste. Ja, ich will fortschreiten. Auf geht's. Wir werden beginnen. Und dann werden wir beginnen. So. Wie schön, dass er alles schon aufgebaut hat. Weißt du, für den Fall, dass wir da ankommen. War's das schon? Oh, das ging ja leicht. Wir haben das Ritual sehr schnell durchgeführt. Ja. Jetzt können wir einen Wunsch aufschreiben. Ich könnte mir vieles wünschen. Aber ich bleib mal Standard Health. Auf. Das. Hi, Klubschi. Aber das kann ich mir erinnern, dass er so herkam. Reines Auto und jetzt kommt. Es ist eigentlich recht cool, vor allem, dass das alles so random. Was so passiert. Oh Gott. Ich weiß jetzt nicht mehr genau mit der. Honk, 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 honk. Ich weiß auch gar nicht mehr. Wir müssen aufpassen. Es kann immer was passieren auf der Strecke. Autos können herkommen. Ich kann irgendwo dagegen krachen, weil ich nicht aufpasse. Okay, die Steuerung habe ich nur. Ah, lol, mit BSAD kann ich auch. Lol, wieso mache ich mit den Pfeilsatz die ganze Zeit? Auto! Ich war ja fast auf der anderen Spur. Because I'm a Held. Hä? Was? Wetter gelabert! Ich hab die Steuerung irgendwie gar nicht mehr im Kopf. Ja, sag mal! Du Kollege, du fahrst auf der falschen Spur! Immer solche Leute, die auf der falschen Spur fahren, weißt. Und es gibt auch Leute, die kannst du, also Anhalter, wie. Wie der da? Warte mal. Warte! Hä? Wo ist der hin? Wo ist der hin? Lol! Warte mal, das sieht jetzt hier schon wieder ganz anders aus. Ich bin verwirrt. Das Spiel verwirrt mich jetzt schon und ich habe noch nicht einmal richtig angefangen mit dem Spiel und schon verwirrt es mich. Alles. Ah! Bitte, bitte! Kinderwagen! Auf da, auf dem Zebrascheifen da vorbei. Na, ja, eigentlich hätte ich anhalten müssen. Ich hab's nicht gemacht. Ja, aber wir sind fast am Ort. Da können wir uns ein bisschen einkaufen.
Also ein Buch, eine Glocke und eine Kerze. Windet immer noch sehr stark. Kann der Wind mal aufhören? Bitte? Es wäre sehr schön, wenn dieser Wind... Okay. Tap, 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 tap. So, wir sind im Ort angekommen. Wir können erstmal in den Supermarkt. Wir haben 100 Pfund. Die schauen doch immer so fröhlich, weißt. Die haben halt nichts. Die haben nicht das, was ich brauche. Oder vielleicht im Pornshop vielleicht. Vielleicht im Pornshop, dass ich da die Sachen finde, die ich brauche. Toll, Leiter, Dictionary, Grimoire. Die haben ja gar nichts für mich. Tanken sollte ich ab und zu auch, das darf ich nicht vergessen. Tanken, mit D, tanken muss ich auch. Also, danke, ich gehe wieder. Toll. Das war jetzt das Satz mit X. War wohl schnurzschönisch. So ungefähr. Kann ich auch irgendwie... Ich habe halt die Steuerung gar nicht im Kopf. Kann ich nicht irgendwas... okay. North Hollows? Ach, Hollow, das hört sich doch... Das hört sich doch schön an. Da fahren wir da lang. Ich habe auch die... Ich habe die Map nicht im Kopf. Irgendwo kannst du entweder, glaube ich, auf die Map schauen oder du kannst auf... du kannst die Map... Hi? Das ist... Schon ist der weg! Was sind das für... Das meinte ich, das ist halt so Sachen. Ja, wieder spinnt wieder was im Radio. Das sind so die Sachen, die halt random passieren. Über irgendwas bin ich gerade gefahren. Und ei. Wow, jetzt gibt das Spiel aber Vollgas, Alter! Okay, das ging jetzt zu schnell. Ja, das ist, ja. Es kann sehr schnell passieren. Ich meine, das Spiel ist verdammt geil. Es ist richtig, richtig geil. Und ich brauche ja eigentlich nur drei Sachen und ich muss nur an einen Ort. Und das glaube ich, wenn ich das mit der Karte noch im Kopf habe, oben rechts und ich starte oben links. Keine Ahnung, was der transportiert. Ist mir auch schnurzpiep egal. Ich hupe einfach mal. Because I can. Ja, süß, der hat wenigstens hinten zu. Das ist ein good guy. Dort ist hinten zu. Das ist Autole. Also fahre ich jetzt wieder in den ersten Ort. Ah! Ich vergesse es immer wieder! Ja, jetzt laberst du wieder ins Radio. Lass mal in Ruhe, ich will nur in Ruhe zum nächsten Ort kommen. Ohne dass ich Unfall. Ups! Ihr habt nichts gesehen. Ihr habt nichts gesehen. Das war knapp. Das war extrem knapp. Es hat. Oh. Küsten! Weghauen! Ich bin Rambo jetzt hier. Ich fahre alles um. Hauptsache, ich komme zu meinem Ziel. Das Ziel ist irgendwo auf der Karte oben rechts. Ja. Aber das ist schon recht cool. Ja, jetzt sind wir wieder am ersten Ort. Da können wir direkt eigentlich durchfahren. Ich muss nicht zu dem Ort. Da gibt's nichts, was ich brauche. Aber nachdem alles immer neu gemacht wird, kann es sein, dass es gar nicht blöd ist, wenn ich in den Ort reinfahre. Ich habe, glaube ich, auch keine andere Wahl. Oder kann ich nicht sogar nach rechts fahren? Ja, ich könnte nach rechts fahren, wenn ich will, aber... Vielleicht habe ich Glück. Es gibt auch, was waren Scratch Cards? Da kannst du etwas Glück Geld bekommen. Ich glaube nicht, dass es das Buch ist, was ich brauche. Aber dann hätte man ein Buch. Und eine Glocke. Brauchen wir nur noch eine Candle. Also, wir haben zwei Sachen von drei. Ich werde auch nie im Ort ankommen, wo ich eigentlich hin muss. Kurz mal in den Supermarkt. Ich kann euch das mal mit den Scratch-Cards zeigen. Pass auf. Manchmal hast du Glück. Und manchmal hast du kein Glück. Und die Sache ist, ich bin halt so einer, ich probiere es halt dann meist gern 2, 3, 4 Mal aus. Ja, okay. Schau es mir so grimmig an, nur fahre ich wieder. Mock eich nicht.
Boop. So, jetzt haben wir zumindest 2 von 3 Items. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie ich lang fahren muss. Ich hatte die Karte schon mal im Kopf. Das war, glaube ich, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Keine Ahnung, irgendwie so. Und dann komme ich ans Ziel. Schauen wir mal. Ach, pass auf, jetzt fahren wir mal. Jetzt biegen wir mal rechts ab. Ich habe jetzt keinen Bock, links war blöd. Da bin ich gestorben. Jetzt biegen wir hier ab. Was kann schon Großartiges passieren? Küste! Wow, was schaust du mich da mit deinem riesigen Glufsch? Hä? Boah, ich bin das Auto vollständig! Ah, Mülltonne! Alter! Okay, die Stelle die ist geil gewesen. Ich fahre auch zu schnell. Beziehungsweise ich fahre halt auf der anderen Spur. Es regnet. Ich würde gerne das Licht anmachen. Nur ein. Was? Fatal Error? Was? System hat keine Chance, sich wiederherzustellen. User must die. Okay. Ich habe aber nur noch einen halben Tank, sehe ich gerade. Halt! Da ist nämlich einer. Toll. Starte. Da ist nämlich... Was? Du musst nämlich genau neben dem fahren. Ja, steig ein, Kollege. Hi, wie geht's? Wohin willst? Ist er eingestiegen jetzt? Mülltonne! Oh, die habe ich gar nicht gesehen. Sag mal, ist er jetzt eingestiegen? Ist er jetzt eingestiegen? Okay, ja, er ist eingestiegen. Und ich muss nur bis zum nächsten Ort fahren, weil die bringen dir Cash. Zwar nicht Johnny Cash, aber Cash bringen die dir. I hope I hab Glück, dass ich zumindest zum nächsten Ort schaffe. Wir sind am Ort. Fast da. Links. So, jetzt haben wir den mitgenommen. Wow. Habe ich jetzt? Was, vorher 73 Pfund? Ja, da hat er mir 15 Pfund gegeben. Antiquitätenladen. Ja, lull. Ich glaube, hier kannst du... Oh, da wäre eine Color Bell. Das wäre vielleicht sogar besser, weil du, ich weiß nämlich genau nicht, welche Sachen ich mitnehmen muss. Und Halluzination, glaube ich, kannst du in den Orten auch bekommen. Ich glaube es nämlich, dass du da auch Halluzination bekommen kannst. Ich meine, Halluzination hat man ganze Zeit auf der Fahrt gehabt. Aber ich denke, da lasse ich es hier erstmal kurz sein. Ich wollte es einfach nur mal reinschauen. Also es hat eine creepy Atmosphäre, das stimmt. Es hat so coole random Halluzinationen, das finde ich ganz geil. Also so richtig Angst habe ich nicht, das habe ich damals auch nicht gehabt. Aber es hat immer noch eine mega geile Atmosphäre und ich kann es jedem nur empfehlen, kauft euch das Spiel selber und zockt es. Ich finde es richtig, richtig geil. Was haltet ihr von Dead End Road? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Und damit sind wir auch wieder am Ende des Videos angelangt. Bedanke ich euch natürlich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.